Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeugtest auf unserem Videokanal von Owango Media Network. In der heutigen Ausgabe werden wir euch den vollelektrischen Nissan ENV200 Evalia vorstellen. Unser Modell ist ein Fünfsitzer, der neben ausreichend Sitzkomfort auch noch massig Laderaum zur Verfügung stellt. Es gibt aber auch noch eine dritte Sitzreihe für zwei weitere Passagiere, womit dann insgesamt 7 Personen nebst Gepäck befördert werden können. Ideal für große Familien oder zum Beispiel auch Shuttle-Dienstleister. Und jetzt vorab gleich mal die wichtigsten Eckdaten zum ENV200. Der Elektromotor sitzt auf der Vorderachse und liefert insgesamt 80 kW Leistung. Das entspricht ca. 110 PS. Mit 254 Newtonmeter Drehmoment und einer CVT-Automatik erreicht der ENV200 eine Höchstgeschwindigkeit von 123 km/h. Getestet waren es deutlich mehr. Der 40 Kilowattstunden Akku ermöglicht eine kombinierte Reichweite von 275 Kilometer. Bei reinen Stadtfahrten sind es sogar bis zu 301 Kilometer. Unser Testwagen hinterlässt trotz der extrem üppigen Innenmaße rein äußerlich einen sehr kompakten Eindruck. Der ENV200 steht auf 15 Zoll Leichtmetallfelgen und verfügt über ABS, einen Bremsassistenten, EBV und einem elektronischen Stabilitätsprogramm ESP. Sehr praktisch, auf beiden Fahrzeugseiten befinden sich Einstiegsschiebetüren. Ab der B-Säule sind rundum nebst Heckfenster die Scheiben getönt, was auch als Privacy Glass bezeichnet wird. Zudem sind die Stoßfänger, die Außenspiegel und sämtliche Türgriffe in Wagenfarbe lackiert. Die Fahrzeugbeleuchtung mit Scheinwerfer, Blinkleuchten, Nebellicht und Rücklichter sind als Glühbirnenversion ausgeführt. Die Heckblinkerleuchten sind jedoch mit LEDs bestückt. An der Vorderseite ziert die große Ladeklappe mit dem blauen Nissan-Logo die Front, die mit den integrierten Stoßfängern sehr windschnittig und optisch gefällig ausgeführt ist. Und nun werfen wir einen Blick in das Innere des ENV200. Dranbleiben lohnt sich. So Freunde, dann schauen wir jetzt mal hier in die zweite Sitzreihe hinten rein. Die ist nämlich wirklich erstaunlich bequem. 3 vollwertige Sitzplätze, ich krabbel mal kurz rein. Hier ein schöner Handgriff an der Seite. So, jetzt kommt die Kamera mal ein Stückchen näher. Und was soll ich sagen, vielleicht kann man es oben relativ gut sehen. Ich werde jetzt mal die Hand so aufspreizen nach oben und da haben wir also gut, ich sag mal 15, 20 cm Platz. Ich habe 1,78. Hier kommen auch größere Personen gut zurecht. So, 3 Sitze vollwertig, also nicht Kind in der Mitte, sondern wir haben hier eine ordentliche Breite auf der Sitzbank und ganz wichtig jetzt, hier haben wir so eine kleine Lasche. Wenn man die hochzieht, kann man die Sitzbank einmal komplett umklappen. Auf der Unterseite sind nochmal 2 so Laschen, dann kann man die Sitzbank hochstellen, kriegt massig Laderaum. Und ganz wichtig an der Stelle, die Kopfstützen lassen sich sehr, sehr weit hochstellen. Und das ist auch sehr wichtig, eben wie gesagt, wenn größere Personen hier herin sitzen. Ich zeige das mal kurz an so. Also man muss wirklich sagen, es ist sehr bequem. Willkommen im Cockpit des ENV200. Wie ihr sehen könnt, hat man hier einen wunderschönen Blick aus dem Cockpit. Nicht zuletzt auch durch die erhöhte Sitzposition, die man in dem Fahrzeug hat. Im Innenraum insgesamt fallen sofort die relativ kompakte Instrumentierung auf. Also wir haben hier ein vergleichsweise kleines Display vorne, allerdings alle wichtigen Informationen, die man als Fahrer benötigt.
Und das weitere, das zweite Merkmal ist hier dieser schöne, dicke und sehr bequem positionierte Schaltknauf. Sehr markant an der Stelle auch ist natürlich die Mittelkonsole. Und da haben wir oben diesen 7,8 Zoll Bildschirm, der die ganzen Informationen darstellt. Wir haben jetzt gerade das Navi laufen an der Stelle. Links und rechts daneben entsprechende Bedientasten, die schön beschriftet sind. Radio, CD, Auxiliary-Eingang, dann Maps entsprechend und Statusabfragen für die Systeminformationen. Darunter, schön übersichtlich auch angeordnet, ist die komplette Klima- und Luftsteuereinheit. Wir haben jetzt gerade hier, weil wir schöne, ordentliche Temperaturen draußen und innen haben, die Klimaanlage auch mitlaufen. Warnblinktaste an der Stelle. Und dann kommen wir schon zur eigentlichen Mittelkonsole, die dann nach unten führt. Hier ganz prominent Start-Stopp-Knopf, der auch im Stillstand dafür da ist, die Zündung einzuschalten für Radiobetrieb, wenn man mal irgendwo warten muss und parkt. In der Mitte haben wir die Eco-Taste, das heißt, Eco ist immer voreingestellt beim Starten. Sieht man auch hier im zentralen Display-Element in der Mitte am Lenkrad in grün. Das heißt, ich fahre in einen möglichst energiesparenden Modus. Man merkt es auch, wenn ich jetzt hier einen Kickdown mache, nicht ganz durch, aber mal richtig durchtrete, bis Widerstand kommt. Ach meine Güte, das geht ganz gemütlich vor sich. Geht man über diesen Widerstand drüber, dann geht schon etwas zackiger, aber es ist immer noch Eco-Modus. Und wenn wir den Eco-Modus jetzt hier ausschalten, das heißt, ich drücke einmal drauf auf der Taste, ihr seht, dass im Moment jetzt nicht im Display verschwindet, die Anzeige Eco. Und wenn man jetzt drauf drückt, dann muss sich die Kamerafrau erstmal festhalten an der Stelle und dann geht es aber auch wirklich für das Fahrzeuggewicht ordentlich zur Sache. Aber wer möchte hier schon so extrem sportlich fahren? Das ist bei dem Fahrzeug auch überhaupt nicht angezeigt. Ich schalte sie an der Stelle einfach wieder ein. Türverriegelung, daneben haben wir auch noch den Schalter. Und das war es mal in der oberen Ebene. Jetzt zum Schaltknauf. Man sieht hier vielleicht rechts, links ist es, Entschuldigung, aus eurer Sicht, sieht man die Beschriftung der Fahrmodi. Und da haben wir natürlich von P über Parkstellung, R rückwärts, N für Neutralstellung und D bzw. auch B. So, und D-Betrieb ist ganz normal der Dauerbetrieb und B kennt man vielleicht auch schon oder der eine oder andere von euch. B heißt also eine entsprechend verstärkte Bremswirkung mit erhöhter Energierekuperation. Zwei, drei Daten möchte ich euch noch sagen. Wir haben auf allen Sitzen natürlich die Isofix. Befestigungen für die Kindersitze, die genormte. Und wir haben auf der zweiten Sitzreihe, weil wir haben das Fünfsitzer-Modell, das heißt, wir haben eine Dreiersitzreihe hier dahinter, haben wir auch überall auf allen drei Positionen verstellbare Kopfstützen. So, jetzt kann man den umrüsten oder man muss besser sagen aufrüsten zum Siebensitzer. Das heißt, es kommt eine dritte Sitzreihe hinten noch mit dazu mit zwei Sitzen. Die sind also zentral ausgemittelt in der Mitte. Dann kann man hier tatsächlich mit sieben Personen fahren. Das ist zum Beispiel ideal für Shuttle-Services, Personentransporte aller Art, Krankenfahrten oder, ich sag mal ganz pragmatisch, einfach für eine Großfamilie mit fünf oder sogar sechs oder mehr Personen. So, eins ist auch noch wichtig und damit wären wir dann auch schon so ziemlich am Ende. Wir haben hier im Fahrzeug nahezu an jeder Stelle, von vorne bis ganz nach hinten, eine Höhe, eine Kopfhöhe von 1,30 Meter. Also das ist sensationell. Man kann durch den tief liegenden Einstieg hinten für den Kofferraum, kann man ganz bequem reinsteigen, komplett und mit etwas gebückter Haltung hier B- und Entladen oder was auch immer. Super Geschichte. Man kann den Vordersitz hier umlegen bzw. die zweite Sitzreihe einen Sitz rausnehmen und dann, Achtung Leute, und das ist echt die Krönung, dann kann man von hinten bis nach vorne
ein Gegenstand bis zu 2,80 Meter komplett durchladen. Also für alle Surfbegeisterte, Surfbrett sollte hier ohne Probleme reinpassen. So, und unser Team hier im Fahrzeug jetzt, wir genießen jetzt noch die restliche Fahrt und euch wünschen wir viel Spaß bei der Fahrt mit dem ENV 200. Der Nissan ENV 200 präsentiert sich als kompaktes Familienfahrzeug mit großzügigem Platzangebot und Laderaum von 900 bis zu 3100 Liter. Mit einer speziellen Umbauvariante von 4 Sitzen kann sogar eine Durchladelänge von 2,8 Metern erreicht werden. Der Motor leistet 80 kW, was ca. 110 PS entspricht. Mit 254 Newtonmeter ist auch bei voller Beladung noch ausreichend Kraftreserve vorhanden. Mit seinem 40 Kilowattstunden Akku wird eine maximale Reichweite von 275 Kilometer vorgegeben, im reinen Stadtbetrieb sogar bis zu 301 Kilometer. In unseren Testfahrten mit gemischtem Fahrbetrieb war aber bereits nach 230 Kilometer ein Ladestopp nötig, der bei reiner Autobahnfahrt, also bei Urlaubs- oder Geschäftsreisen, schon wesentlich früher ansteht. Der Innenraum ist extrem großzügig und bequem für bis zu 7 Passagiere ausgelegt. In unserer 5-Sitzer-Version bleibt dafür auch noch reichlich Ladevolumen im Kofferraum übrig. Als Fahrer und Beifahrer bietet sich eine sehr gute Sicht in alle Richtungen, was der deutlich erhöhten Sitzposition zu verdanken ist. Ein Kritikpunkt gibt es auch beim ENV 200. Das Laden des Fahrzeugs kann zwar vielseitig durchgeführt werden, aber die Begrenzung auf einen Typ-1-Stecker für Normalladung und einen CHAdeMO-Stecker für Schnellladung macht ein Aufladen hier und da schon zum Abenteuer. Die 50-Minuten-Ladung auf 80% klappte zeitlich nicht ein einziges Mal. Dies dürfte aber auch an den hohen Temperaturen der Ladesteuerung, zum Beispiel nach einer Autobahnfahrt, gelegen haben. Der Preis unseres Testwagens, einem ENV 200 Evalia inklusive Batteriekauf, Winterpaket und Metallic-Lackierung, liegt bei netto 37.248 Euro. Hier ist aufgrund der Nutzfahrzeugeinstufung dann auch noch die Mehrwertsteuer aufzurechnen. Wir freuen uns, wenn euch dieser Fahrzeugtest zum Nissan ENV 200 gefallen hat und möglicherweise auch als Entscheidungshilfe dienen konnte. Wenn ihr Fragen zum Fahrzeug, zum Test oder zur Elektromobilität habt, so schreibt uns doch bitte einen Kommentar zu diesem Video. Herzlichen Dank an euch für einen Like und ein Kanalabo. Klickt einfach zusätzlich auf das Glockensymbol, um jederzeit aktuell informiert zu bleiben und sofort zu neuen Ausgaben unserer Fahrzeugtests, Workshops und Videos auf unserem Kanal informiert zu werden. Also, bis zum nächsten Besuch auf unserem Videokanal. Bleibt weiterhin interessiert und gesund und empfehlt uns sehr gerne auch bei euren Freunden und Kontakten weiter. Herzlichen Dank für euer Interesse und wir sehen uns.